Mit Toni Kroos habe ich ja nicht zusammengespielt, nur mal in der Nationalmannschaft. Dein Vertrag, dein Profivertrag liegt eigentlich bei Klaus Allofs schon im Schreibtisch. Den hättest du nur noch unterschreiben müssen. Ich möchte dir aber die Chance geben, dass du beruflich zeigst, dass du was drauf hast. Und wenn du willst, dann gehen wir das ganze Thema an. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Bei ihm war es ja anders. Er hat die Fahrräder geklaut. Ja. Bei mir war es ein bisschen anders. Mir wurde ein Fahrrad geklaut. Wenn sich eine Person für mich nicht interessiert, wie ich wirklich bin, dann interessiere ich mich eigentlich auch nicht für die Person. Und das war der größte Bruch, den ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben hatte. Sieht Alex Reit und der Ex-Fliebner erhöht auf 2:0. Auch die nächste ergibt sich für die Gäste. Und hier sollte man zweimal hinschauen. Tuscher mit einem genialen Moment schickt Reit, Reit netzt mit einem gefühlvollen Heber und keiner findet ein Mittel gegen Reit. Der Estorschäfer aussteigen lässt, vorbei an Dingel, Reit liegt quer und Trägler kommt einen Schritt zu spät. Hacke, Trägler, Latte und Nikosevic begräbt die Kugel unter sich. Unser, wenn ich richtig gezählt habe, 6. Star des Monats, Alex Reit, sicherlich einer der bekanntesten Fußballer in unserer Region, sicherlich auch einer der größten Talente, um ihn ein wenig näher kennenzulernen, eine kleine End- oder Weder-Runde. Messi oder Ronaldo? Messi. Henry Lesser oder Olli Bundenthal? Beide. Weserstadion oder Betzenberg? Weserstadion. Shisha-Bar oder Club? Mittlerweile nichts mehr von beidem. Messi oder Ronaldinho? Messi. Wie oder wer war dein bester Mitspieler? In Bezug auf Region oder in Bezug auf alles? Auf alles. Mit dem du mal gemeinsam am Platz standest in einem Trikot? Kevin Trapp. Weil mit Toni Kroos habe ich ja nicht zusammengespielt, nur mal in der Nationalmannschaft im Lehrgang. Ist das dann Zusammenspielen? Ja, irgendwie schon. Ne? Dann Toni Kroos. Wer war dein bester Mitspieler, habe ich gerade gefragt. Fallrückzieher oder Kopfballtor? Fallrückzieher. Alfred Kaminski oder Sedat Gören? Sedat Gören. Maradona oder Messi? Messi. 6-4 oder 1-0? 6-4. Danke. Alex, schön, dass wir mal wieder gemeinsam essen gehen heute. Du hast dir die drei Orte ausgesucht, wo wir heute drehen. Einer davon hier in Horchers, da wo du herkommst. Pepperoni sitzen hier, unbezahlte Werbung, keine Angst. Warum hier in Horchers? Ja, ich glaube, seit 10 Jahren gehe ich hier nicht täglich, aber konstant essen. Ich verstehe mich mit dem Chef überragend. Du kannst die ganze Karte essen, es schmeckt und ist einfach mein Lieblingsrestaurant hier in ganz Fulda. 2 Minuten von mir daheim entfernt. Ich habe keinen Weg, ich kann im Sommer laufen, im Winter fahre ich hier runter, aber deswegen dieser Ort. Hier verbringe ich viel Zeit. Es geht schon los. Sehr schön. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Du hast dich für Nudeln entschieden, weil du heute Abend noch Training hast. Genau. So, das hast du schon verraten, eben als wir bestellt haben. Wir haben schon ein paar Drehs vorher gemacht und jetzt ging es endlich mal los. Nein, Scherz. Heimat, das ist vielleicht so ein bisschen das Stichwort. Du bist sehr, sehr verbunden hier in der Heimat. Deine Eltern wohnen beide hier in Horchers. Du wohnst nah mit deiner Familie einfach zusammen. Mhm. Ist das so ein Gefühl, was du schon immer in dir trägst? Ist Familie alles für dich oder wie würdest du das bezeichnen? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin hier geboren, in Künzell zwar geboren, Künzell Fulda, aber ich bin mit einem Jahr bin ich an Aschenbeck gezogen mit meinen Eltern zusammen. Mein Vater hat dort ein Haus dann gebaut und dort sind wir dann eingezogen. Also ja, Fulda ist meine Heimat, hier bin ich groß geworden. Natürlich war ich zwischendurch mal weg, aber da kommen wir ja später nochmal dazu. Und Familie ist für mich, ja, alles. Jetzt habe ich ein bisschen andere Fragen begonnen, als ich das eigentlich geplant hatte. Lass dich auf jeden Fall nicht stören, fang an zu essen. Ja.
Die Frage, die sich immer jeder stellt, natürlich kann man es bei dir auch nachlesen. Bei Transfermarkt kann man ganz viel über dich nachlesen, weil du ein zumindest so guter Fußballer warst und bist, dass man da viele Informationen ziehen kann. Dort steht Größe 1,85 Meter. Stimmt das? 1,85 Meter? Ja, 1,58 Meter natürlich. 1,85 Meter. Ist vielleicht gemessen worden, wo ich 13 oder 14 war. Seitdem bin ich ja schon im Transfermarkt drin. Aber auf meinem Pass stehen 1,61. 1,61. Ja, und ich glaube, das stimmt schon so. Hast du wahrscheinlich auch hier und da mal, wie groß ist Messi? Ja, natürlich, klar. Wie groß ist Messi? Ich glaube, 1,67. Okay. Dieses Größending. Du hast irgendwann vor 10 Jahren mal in einem Interview zu mir gesagt, naja, hätte ich so einen, wäre ich im Kopf so wie Patrick Scharf und irgendwie 5 cm größer, dann würde ich jetzt Bundesliga spielen. Und stattdessen bist du da, glaube ich, gerade von Borussia zu Lenerts gewechselt. Wie würdest du diese Aussage heute bewerten? Würdest du dazu stehen, heute auch noch? Ich würde dazu stehen, nur um das vielleicht mal ein bisschen näher zu verdeutlichen, warum ich diese Aussage getätigt habe oder wie es dazu gekommen ist. 5 cm war einfach mal so ein Roundabout, so, wie soll ich sagen, Zahl, die ich einfach mal so in den Raum geworfen habe. Es könnten auch genauso gut 8 gewesen sein. Ja. Also die Zahl, sei mal dahingestellt. Aber Patrick nehme ich mir so als Beispiel, weil er diszipliniert ist und das schon seit Jahren. Und das hat bei mir in jungen Jahren leider gefehlt, was sich natürlich geändert hat, auch bei mir. Ja. Über den Fußball wollen wir später sprechen. Lass uns erst mal ein bisschen über den Mensch Alex Reit sprechen. Wir haben das gerade schon mal mit der Größe thematisiert. Das ist ja bei dir immer, ach, hier der Kleine und der kleine Alex. Und damit musst du ja schon immer dein ganzes Leben leben. Wie war das so als Kind? Da warst du wahrscheinlich auch schon immer der Kleine. Was macht das mit einem? Und versucht sich ja auch Respekt zu verschaffen, gerade hier vielleicht in der Umgebung Aschenberg. Ja, ich habe ja einen älteren Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich und der ist noch immer der Größte in der Familie und da fing es ja schon an. Also es fing daheim schon an mit Sticheleien und mit Hänseleien und das hat sich eigentlich komplett durchweg mein Leben begleitet. Das ist heute noch so, dass irgendjemand auf dem Sportplatz dann, ein abfälliges Wort über meine Größe dann sagt und ich habe in den Laufe der Jahre habe ich gelernt, damit umzugehen. Also früher bin ich echt schnell auf 180 gewesen und habe gesagt, was willst du von mir so auf die Art oder guck dich mal an oder was man dann halt so sagt und bin darauf eingegangen und seit mehreren Jahren mittlerweile ist es so, dass ich mich selbst auf die Kappe nehme. Und damit komme ich viel besser zurecht. Ich habe da so einen gewissen Ausgleich gefunden, wie ich das selber einzuschätzen habe. Ich weiß, ich bin klein. Das weiß ich schon immer, dass ich klein bin. Und den Respekt verschaffen habe ich eigentlich nur durch Leistung. Nicht durch irgendwie groß Schule. War ich nie der Beste, sage ich jetzt mal. War immer Mittelmaß. Da habe ich nicht überzeugen können, dass man so den gewissen Respekt irgendwie bekommt in der Schule, sagt, oh, der Kleine hat's drauf in der Schule, so auf die Art, sondern eher eigentlich nur durch Fußball. Und das fing früh an bei mir. Mit 4 habe ich ja angefangen, Fußball zu spielen. Ich bin jetzt 34, also 30 Jahre spiele ich schon Fußball. Und es hat da schon angefangen, dass ich mit Älteren, dadurch, dass er ja 2 Jahre älter ist, habe ich mein Leben lang eigentlich immer mit Älteren zu tun gehabt in meinem Leben. Ich bin immer mitgegangen, ich bin immer der hinterher gedackelt ist und Fußball hier, jawohl, ich bin dabei. Und wenn ich jetzt daran denke, keine Ahnung, ich war derjenige, der am öftesten gefoult worden ist, aber bin trotzdem immer wieder aufgestanden und dann haben sich halt auch mal die 3, 4 Älteren oder die älter waren als ich, 3, 4 Jahre, die haben sich dann schon gefragt, ey, was ist denn mit dem los und so, der steht ja immer wieder auf, der heult nicht und geht nicht nach Hause, sondern irgendwas ist da und der macht uns auch noch im Fußball irgendwie was vor, so auf die Art, was dem einen oder anderen dann noch mehr nicht gefallen hat und dann war, aber so kam der Respekt zustande, den ich mir gewissermaßen im Raum Fulda
Ja, also jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich im Raum Fulda, nicht nur oben am Aschenberg, wo ich aufgewachsen bin, sondern es hat sich ja rumgesprochen, dass da jemand ist, der bei FV Horror spielt, der ein bisschen anders ist. Und im Nachhinein betrachtet war es dann Raum Fulda, wo ich mir auch den Respekt verschaffen habe, ja. Aber die Hänseleien und das ist heute noch so. Ist heute noch so und das kann man ja auch niemanden, ja, wie soll ich sagen, der eine macht's und dann ist es okay und der andere macht's halt nicht und es gibt den Mensch und den Mensch und alles okay. Damit muss ich leben. Ist halt so. Ja, aber du bist ja jemand, der, naja, wenn ich dir zum Geburtstag gratuliere, dann schreibe ich dir irgendwie, ey, du bist ein super ehrlicher, aufrichtiger Typ einfach, der große Wertetreue hat und schon jemand ist, der aber auch aneckt. So, das hat man auch immer gemerkt, weil du bist schon jemand, der auch gerne die Wahrheit sagt. Ist das hier so die Schule des Lebens so ein bisschen auch, dass das so in dir drin steckt oder ist das auch Erziehung? Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also ich wurde von meinen Eltern sehr gut erzogen und gerade was Ehrlichkeit angeht, ja, in diese Richtung haben sie mir viel beigebracht. Aber auf der anderen Seite habe ich ja eben gerade schon angesprochen, ich bin da oben am Aschenberg aufgewachsen und damals waren Verhältnisse, die heute ein bisschen anders sind. Aber da hast du mit Ehrlichkeit am meisten gepunktet. Ja. Was waren das für Verhältnisse? Nimm uns mal mit. Ja, Verhältnisse, also zum Beispiel, wir hatten einen Bolzplatz, da waren keine Tornetze, weil die von irgendjemandem dann runtergerissen worden sind und die Stadt Fulda hat gesagt, nee, da bezahlen wir jetzt nicht jede Woche irgendwie 30 Euro, 40 Euro für neue Tornetze. Die Stadt Fulda war an den Sportplätzen nur einmal oder einmal in zwei Wochen da und hat den Rasen gemäht. Die Polizei war da oben tagtäglich im Einsatz. Es waren einfach ja Alkohol, Drogen, da oben war schon Brennpunkt. Wie bist du damit umgegangen? Hast du dich so ein bisschen, naja, man läuft ja immer irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich mit. Natürlich. Weil das natürlich auch dein Umfeld dann ist. Mhm. Also so Zlatan Ibrahimovic gibt's ja so diese Sprüche. Du kriegst Zlatan irgendwie aus Malmö raus, aber Malmö nicht aus Zlatan oder er hat es ja als Ghetto bezeichnet. Ja. Ich will jetzt Herrn Aschenberger als Ghetto bezeichnen, aber zumindest sozialer Brennpunkt. Ja. Bei ihm war es ja anders. Er hat die Fahrräder geklaut. Ja. Bei mir war es ein bisschen anders. Mir wurde ein Fahrrad geklaut. Aber dem bin ich dann auch hinterher. Ja. Ne, mit meinen Kumpels, so auf die Art. Und hab's mir wieder geholt. Mit egal welchen Mitteln das war. Ich habe nichts gemacht. Ich stand nur daneben. Ich war ja immer nur der Kleine, der auf dem sie alle aufgepasst haben. Ich sollte nie was machen. Mich haben sie da zurückgehalten. Und nee, du bleibst mal schön im Hintergrund und machst nichts. Ne? Und so war es dann halt auch im Laufe der Jahre. Also wenn ich jetzt mit 20 oder mit 21 in der Disco war oder sonst was und man hatte halt eine gewisse Auseinandersetzung, hat mich der ein oder andere immer zurückgehalten, weil ich halt doch schon mehr zu verlieren habe als der sich für mich eingesetzt hat, so auf die Art. Egal wer. Also ich wurde immer zurückgehalten, ich soll bitte nichts machen. Und da haben meine Freunde damals schon auf mich aufgepasst. Also Alex und ich sind auch mal in der Disco aneinander geraten. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Das war so Borussia-Zeiten. Aber ja, das ging ja von uns beide dann ein bisschen aus. Und wir sind ja beide eigentlich in sich ruhende Menschen, verstehen uns sehr, sehr gut. Auch da, du bist ja schon ein Typ. Wir haben natürlich ein Vorgespräch geführt und wir haben uns ja schon unfassbar oft auch unterhalten, auch abseits des Mikrofons. Ja. Du bist schon ein Typ, der, haben wir ja schon gesagt, ehrlich den Menschen ihre Meinung sagt. Bist aber ein Typ, der nicht unbedingt dann immer vergessen kann. So. Ja. Also du bist schon jemand, der dann so diesen Wert innerträgt und dann auch mal sagt, nee, also jetzt hier und jetzt geht's hier nicht mehr weiter, oder? Ja, also ich bin nicht nachtragend, das bin ich nicht, aber gewisse Sachen vergesse ich einfach nicht. Ist auch gut so, dass die Eigenschaft, dass man Sachen nicht vergisst, finde ich gut, weil irgendwann kommt eine andere Situation und dann denkt man wieder dran, was vielleicht vor 5, 6 Jahren vorgefallen ist oder so. Und dann kann man darauf wieder diese Person ansprechen, was denn vor 5 Jahren war. Warum
vor 5 Jahren nicht diese Meinung geteilt oder. Ne? Es ist ja immer wieder situationsabhängig. So, ne? Ich kann zum Beispiel nie vergessen, was manche Menschen im Hintergrund, was ich erzählt bekommen habe, ob es jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Über dich. Genau, und was sie über mich erzählt haben, kann ich nicht vergessen. Ja, du bist schon jemand, der dann einfach den Leuten eher direkt ins Gesicht sagt, hey, du bist ein Arschloch und nicht über drei Ecken dem irgendwie verklausulisiert versucht zu erklären, dass er ein Penner ist und dann vorne rum lächeln. Also das funktioniert bei dir nicht. Genau. Ne? Nee. So, ist aber wahrscheinlich auch ein Grund, warum du ja sicherlich bei ganz vielen Leuten polarisierst. Mhm. So, das ist dir auch bewusst wahrscheinlich. Ja. Ist dir das so ein Stück weit aber auch egal? Ja, klar. Weil, natürlich. Ja. Ist mir egal. Weil aus einem einfachen Grund diese Person sich nicht für mich interessiert. Und wenn sich eine Person für mich nicht interessiert, wie ich wirklich bin, dann interessiere ich mich eigentlich auch nicht für die Person. Ja. So wie du mir, so ich dir, so auf die Art. Ja. Ja, und wenn eine Person da ist, die wirklich mit mir reden will und vielleicht über das Problem, was jetzt gerade vorgefallen ist oder über eine Spielsituation oder über Fußball oder sonstiges sich unterhalten möchte und mich kennen oder dabei kennenlernen möchte, wie ich wirklich bin, wie ich wirklich tick, dann habe ich auch Interesse, den kennenzulernen. Aber ist das nicht so, sondern man wird einfach nur, ja, wie soll ich sagen, an den Pranger gestellt, dann sage ich zurück. Dann sage ich irgendwas zurück und dann ist es mir auch egal, was er über mich denkt, weil ihm ist es ja auch egal, was ich über ihn denke. Also von daher, ne, es gibt sehr, sehr wenige Menschen hier in Fulda, wirklich sehr wenige Menschen, die mich wirklich richtig kennen. Alex, zweiter Drehort oder wo wir starten, quasi in deiner Hut, kann man schon so sagen, oder? Sind hier auf deinem Bolzplatz, wo du das Fußballspielen gelernt hast, wenn man jetzt hier drüber läuft, das ist Rübenacker. War das früher auch schon so, vor 30 Jahren? Noch schlimmer. Noch schlimmer? Ja, also stimmt, wir sind in meiner Hood, ja, wir sind hier oben am Aschenberg, wo ich aufgewachsen bin. Und das war, ja, der erste Sportplatz, sag ich mal, oder Bolzplatz, den ich betreten habe. Früher war das auch noch mal ein bisschen anders, also es war noch schlimmer. Vom Rasenmähen her war es eigentlich genauso. Also da hat sich nichts geändert. Aber die Tore haben sich ein bisschen geändert. Früher hatten wir da keine Eisennetze drin, sondern der Ball ist einfach irgendwo, wenn du ein Tor geschossen hast, ja, irgendwo hingeflogen und du musstest ihn holen. Aber ja, hier kommen Erinnerungen hoch, ja. Also man hätte auch zwei Stangen früher hinstellen können. Das hätte auch schon, hätte einen kleinen Zweck erfüllt. So ähnlich war es, ja, genau. Ich kann verraten, wir haben eben das Auto oder unsere Autos geparkt bei deinem Vater vor der Tür. Da war ein riesen Garagen. Und das Garagentor ist ein riesen Bayern München. War Bayern München so deine Sehnsuchtsmannschaft früher auch? Ja, schon. Also ich habe als Kind in Bayern Bettwäsche, Unterwäsche, Pyjama. Ich hatte alles von Bayern München, Trikots. Ich war eigentlich also schon Bayern München-Fan. Mein Bruder war Dortmund-Fan, mein Vater war Bayern-Fan. Da war samstags schon gute Stimmung bei uns daheim, ja. Aber Bayern-Fan kann man so als Kindheit auf jeden Fall nennen, ja. Hat sich dann aber geändert. Hat sich geändert, ja. Weil, das weiß ich, du bist dann mit 14 zu Werder Bremen gewechselt. Jetzt muss man mal ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Das war 2004 Meisterjahr, wenn ich richtig gerechnet habe. Genau. Werder Bremen. Das heißt natürlich auch eine Zeit, als es rund um das Weserstadion natürlich auch ein richtiger Hype war. Champions League, Johann Miku fällt mir ein. Wie darf man sich das Leben vorstellen, wenn man zu Werder Bremen wechselt? Wo hast du da gelebt? Also es ist ja, also ich habe im Internat gelebt und das Internat war im Stadion mit involviert. Das heißt, du bist aus deinem Zimmer raus und hast aus einem Fenster geschaut und ja, warst eigentlich schon im Stadion beziehungsweise hast den Platz gesehen. Wenn du durch eine Tür gegangen bist, saß du auf der Tribüne, so auf die Art. Also es war mitten im Stadion. Zimmer, die
15-, 16-, 17-Jährigen bekommen ein Doppelzimmer. Das heißt, ich habe mit jemandem zusammengelebt, die 2,5 Jahre, die ich da war. Und die Älteren bekommen dann ein Einzelzimmer. So kann man sich das vorstellen. Es gibt eine Küche, wo man Frühstück bekommt, wo man Abendessen bekommt. Und es gibt dann noch so einen Raum, wo man dann so eine Art Hausaufgabenbetreuung hat. Und es ist ein riesenlanger Flur mit den Zimmern halt. Und ja, so kann man sich das vorstellen, das Leben im Internat. Aber im Weserstadion, das fühlt sich irgendwie so krass an. Also wenn du wolltest, hättest du jetzt einfach das Flutlicht anmachen können, oder was? Ja, genau. Ja, genau. Also, es ist wegen uns das ein oder andere Mal auch vielleicht angegangen. Okay. Aber selbst angemacht habe ich es nicht. Das war mir jetzt neu tatsächlich. Aber ja, konnte man natürlich auch ein paar Faxen machen. Ja. Was waren so besondere Spiele oder Momente, die du vielleicht auch dort wahrgenommen hast, dann vielleicht als Fan oder Mannschaften, die dort gespielt haben? Also die Anfangszeit Bundesliga, das war für mich irgendwie was komplett Neues. Das war schon interessant und war schon sehr aufregend. Und dann halt natürlich die Champions League Spiele, ne? Juventus Turin, Barcelona und ich kann mich erinnern, da war Messi, ich glaube 16 oder 17 Jahre und war mit im Kader und da habe ich ihn zum ersten Mal am Abend vorher haben sie ja Abschlusstraining gemacht im Stadion. Und da habe ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen. War unglaublich. Ne? Und wir in der U15 hatten damals das Vergnügen, diese Champions League-Fahne, ne, aufs Spielfeld zu tragen. Wenn die Hymne kam, hast du die Mannschaften stehen sehen und genau, ja. Und so gewedelt. Und wenn es vorbei war, bist du dann vom Platz gerannt und das war schon einmalig. Also das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung mein Leben lang. Und hast du damals gedacht, 14, 15, 16 Jahre alt, gut, in 3 Jahren spiele ich da selbst? Oder war das so für dich, wo hast du dich da selbst gesehen? Oder wolltest du einfach Fußball spielen? Ja, ich wollte einfach Fußball spielen, aber der Traum war natürlich da. Ja. Der Traum war von Anfang an da, als sie mir das Internat vorgestellt haben, als ich mit meiner Familie da das erste Mal reinspaziert bin, war es schon so, hey, Mama, Papa, ich will hier irgendwann mal spielen, auf jeden Fall. Also das war ein Traum, den ich hatte. Lief ja auch gut für dich, hast du eben angesprochen, Nationalmannschaftskader, Maßnahmen etc. 90er Jahrgang wie Toni Kroos, dem wir jetzt irgendwie im Sommer wieder alle die Daumen drücken, dass er irgendwie Deutschland zum Erfolg führt. Ja. Aber Bremen war dann aber auch relativ schnell wieder beendet. Nach 2,5 Jahren, du hast es angesprochen, war das so ein erster für dich auch Bruch, wo du gemerkt hast, ja, vielleicht muss ich auch für mich irgendwie einen anderen Weg finden? Es war mit der größte Bruch, den ich in meinem Leben hatte. Ja. Es hat ja früh angefangen bei mir mit 12, 13, dass sie mich beobachtet haben, dass sie dann relativ schnell gesagt haben, okay, mit 14, wenn du in der C1 bist, also U15, dann können wir auch den Vertrag abschließen und kannst zu uns kommen. Und wie du ja gerade selber gesagt hast, ist es für mich echt richtig sportlich, richtig gut gelaufen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir waren im ersten Training, offiziellen Training. Meine Eltern waren da und mein Vater hat schon auf der Hinfahrt gesagt, ey Alex, versuch nicht abzufallen oder sonstiges. Nach dem ersten Training hat jeder gewusst, ich war der beste Spieler in der Mannschaft. Und da hat es nicht lange gebraucht, dass ich den gewissen Respekt auch hatte von meinen Mitspielern. Und es hat sich peu à peu gesteigert, genau. Oder ich wollte sagen Schritt für Schritt, aber ist ja egal, wie du es nimmst. Gesteigert dann auch mit Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und dann, kam für mich das Ende dort nach 2,5 Jahren. Und der größte Bruch war dann, als mein Vater
der Uwe Hartgen, der Internatsleiter, hat dann damals meinen Vater angerufen und hat gesagt, sie können ihren Sohn abholen. Es geht leider nicht mehr weiter. Wir können und wir wollen nicht mehr. Er hat gar nicht erstmal lange nachgefragt, sondern ist gleich ins Auto gestiegen und hat sich auf den Weg zu mir gemacht. Und mein Vater hat dann nochmal mit dem Uwe Hartgen gesprochen. Und ich habe meine Sachen in der Zeit gepackt und bin ans Auto runter. Und mein Vater kam, ja, nicht mit Tränen in den Augen. Er hat kaum geweint in seinem Leben. Und hat dann gesagt, hier, Alex, es ist, wie es ist. Wir können es jetzt nicht mehr ändern, aber ich sag dir jetzt nur mal zwei Sätze, die sie mir jetzt eben gesagt haben. Und das sind folgende. Dein Vertrag, dein Profivertrag liegt eigentlich bei Klaus Allofs schon im Schreibtisch. Den hättest du nur noch unterschreiben müssen. Und ich wäre das größte Talent seit den letzten 20 Jahren gewesen. Und da war für mich nochmal komplett, wo ich sag, boah. Also das war der Punkt, wo sie mir gesagt haben, okay, Alex, es geht nicht mehr weiter, wir können und wir wollen nicht mehr, war schon hart, aber dieser Punkt, so nah an der Familie, so von seinem Vater das zu hören und neben ihm zu sitzen und dann das mitzubekommen, das war der größte Bruch, den ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben hatte. Also egal, welche Verletzungen dann gefolgt sind oder welche Erkrankungen gefolgt sind, das war der größte Bruch. Wie lange hat das gedauert, damit umzugehen? Ich sag mal, du warst dann ja auch erstmal in dem Moment ein Stück weit raus. Als junger Mensch, du warst 17, wie lange dauert es, damit umzugehen? Oder ist das eigentlich was, was man nie so richtig verarbeitet, ehrlicherweise? Ehrlicherweise verarbeitet man sowas, ja, eigentlich relativ schnell. Aber vergessen tut man sowas nicht. Ne? Weil es muss ja im Fußballleben, ich habe das damals schon mitbekommen, das Fußballleben ist so schnell und das geht so rasant, dass du eigentlich, ja, heute bist du der Größte, morgen bist du der Allerletzte, dann bist du in zwei Wochen der Star. Also im Fußballgeschäft ist ja, im Sekundentakt ist da irgendwie was dran. Zufällig manchmal. Ja. Um das vielleicht ganz kurz abzukürzen und jetzt nicht zu sehr in dieser alten Wunde auch irgendwie hinzurühren, hast du dir so ein, zwei Faxen zu viel erlaubt, dass es zu dem Bruch kam. Ja, ganz klar. Also es lag an mir, dass es nicht mehr weiterging bei Werder Bremen, aufgrund von ja, disziplinarischen Sachen, Ereignissen, die sich da aufgetreten haben oder die da aufgetreten sind, die ich mir selbst zuzuschreiben habe. Ganz klare Geschichte und dazu stehe ich auch. Ja, aber du hattest kurz später eigentlich ja eine Riesenchance. Ja. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, bist dann erstmal zurück. Dein Vater war hier in der Region auch Trainer, Thomas, ist er ja immer noch. Und ja, dann hat ein Berater dafür gesorgt, dass du ein, zwei Probetrainings in England erhältst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So vorher schon ein bisschen beim Training, glaube ich, hier beim Fitmachen so ein bisschen was gespürt im Knie, bist dann nach England geflogen, Fulham, Liverpool. Genau. Liege ich da richtig? Ja. Und das war dann so der wahrscheinlich nochmal so ein Genickschlag. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen? Gerne. Also sie haben mir, glaube ich, zwei Tage vor Transferschluss im Januar haben sie mir gesagt, okay, Alex, es geht nicht mehr weiter. Der Vertrag wird, ja, aufgelöst und ich hatte eigentlich 48 Stunden Zeit, noch mir einen Verein zu suchen oder beziehungsweise ja, einen neuen Vertrag zu unterschreiben für das Jahr und die Möglichkeit war auch gegeben, nur ich habe sie nicht genutzt, beziehungsweise ich wollte auch ein bisschen Ruhe und habe das so beschlossen dann mit meinem Vater zusammen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es nicht, sondern wir gehen jetzt erstmal nach Hause und suchen dann weiter und zu diesem Zeitpunkt hatte ich gar keinen Berater. Der Berater hat sich dann zwei, drei Wochen später bei uns gemeldet oder mehrere Berater haben sich gemeldet bei mir, weil sie davon Wind bekommen haben und mitbekommen haben, dass ich keinen Verein mehr habe. Und ja, ich war ja in meinem Jahrgang, war ich ja schon, man kann es jetzt so sagen, mit das größte Talent in ganz Deutschland. Und
Ja, dann haben wir uns für eine Berateragentur entschieden und die hat uns dann vorgeschlagen, dass ich bei mehreren Bundesligisten im Sommer ein Probetraining mache und dann entschieden wird, ob ich einen Vertrag bekomme oder nicht. Das stand dann halt aus, diese Option. Und er hat mir dann vorgeschlagen, dass ich dann 2 Wochen nach England mal fliege. Eine Woche Fulham und eine Woche Liverpool war angedacht. Und wie du sagst, ich habe dann mich hier halt fit gehalten. Mein Vater hat damals großen Lüder trainiert. Und ja, ich habe einen komischen Schritt gemacht und dann hat es mir so ein bisschen im Knie wehgetan. Aber ich habe nicht gedacht, dass da irgendwie was wäre oder da war eigentlich auch gar nichts. Ne? Und dann bin ich nach England geflogen, also nach Fulham. Und am ersten Tag war alles in Ordnung. Ich war ja da in der eigentlich U17, das war ja noch B-Jugend. Und habe dann mit den ein Jahr Älteren, also U18, mittrainiert. Und am ersten Tag war alles in Ordnung. Haben auch gesehen, okay, der Junge hat was drauf. Da ist, ne, wenn du mit Leistungen überzeugst, dann ist das alles ein bisschen anders. Oder dann wirst du ja anders wahrgenommen. Und ja, dann am zweiten Training morgens will jemand an mir vorbei. Ich will den Schritt mitgehen und ja, das Knie verdreht und das Kreuzband ist durch. Und das Witzige ist, weil ich erzähle das ja gerne, ich bin dann in den Physioraum gegangen und der Physiotherapeut hat dann irgendwas auf Englisch dann da mir vorgegaukelt und wollte halt auf Englisch erklären und ich habe kein Wort verstanden. Und das Witzige ist, dass damals Moritz Volz bei den Profis war und der konnte Deutsch und der war zufällig da in der Kabine. Also die Profikabine war direkt nebendran. Und dann haben wir, habe ich ihn gefragt hier, kannst du nicht mal übersetzen oder ne, kannst du mir nicht mal erklären, was los ist? Und dann hat er es mir übersetzt und hat gesagt, ja, die sagen also, dein Knie ist kaputt, dein Kreuzband ist durch, so auf die Art. Und das war die Diagnose. Dann habe ich meinen Berater angerufen, weil der zu diesem Zeitpunkt ja halt nicht da war. Und habe gesagt, hier, ich habe mich verletzt, was machen wir? Und bin dann direkt wieder heimgeflogen. Bin dann zu meiner Gastfamilie. Die haben mich in eine Gastfamilie dann untergebracht, wo ich dann übernachten sollte, dann eigentlich die ganze Zeit. Und habe dann meine Sachen gepackt und bin nach Hause geflogen. Ja, und das war's dann so erstmal. Ne? Dann kam Kaiserslautern tatsächlich. Ja. FC Kaiserslautern, damals noch kein schlafender Riese, so ein bisschen am absteigenden Ast schon gewesen, glaube ich, so in der Wahrnehmung. A-Jugend dort gespielt, U19. Mhm. U21 oder U23 dann ein Jahr bei den Amateuren. Das ist nicht die beste Zeit für dich gewesen, weil wieder eine Verletzung kam. Wieder Barcelona eine Rolle gespielt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kannst du da vielleicht noch uns mitnehmen? Ja, also nachdem ich dann wieder aus England dann wiedergekommen bin, haben sich die ersten Optionen, die ich eben beschrieben habe, eigentlich schon wieder fast ergeben. Es waren dann nur noch ein paar Vereine dabei, die gesagt haben, okay, komm im Winter, wenn du wieder fit bist, so auf die Art, weil ein Kreuzbandriss dauert seine 6 Monate, ne, ja. Gibt man oder sagt man. Und dann waren nur noch wenige Vereine dabei, die gesagt haben, okay, wir nehmen ihn trotz Kreuzbandriss. Und da war das Beste der SFC Kaiserslautern, für den ich mich entschieden habe. Und ja, dann bin ich hin und sie konnten mir ermöglichen, dass ich mit meinem Knie im Physiobereich arbeite und haben mir dann eine Ausbildung in Sicht gestellt und haben mir auch Aussichten auf ja eine jahrelange Zusammenarbeit schon gegeben, weil sie von mir Wind bekommen haben, weil sie den einen oder anderen gefragt haben, wer ich bin und so weiter und so fort. Das hat man dann alles aus den Gesprächen heraus so mitbekommen. Dann bin ich ja dann dahin gewechselt dann im Sommer und habe die ersten 4 bis 6 Wochen im Physioraum gearbeitet für mein Knie und jüngere Jahrgang A-Jugend gewesen. Am Anfang dann natürlich nicht so oft gespielt, aber dann reingekämpft und dann kam es, oder ich war eigentlich dann schon fester Bestandteil unter den ersten 11, habe dann auch gespielt und dann kam ein Turnier. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber es war ein großes Turnier, auch im Freien, also kein Hallenturnier oder so, mit
Tottenham, mit Werder Bremen, auch gegen meine Ex-Kollegen dann da nicht gespielt, sondern aber gesehen. Und Barcelona war auch dabei und wir sind bei dem Turnier, sind wir im Halbfinale ausgeschieden und hatten dann das Spiel um Platz 3 und gegen Barcelona. Und dann nach 20 Minuten wollte ich einen Ball annehmen und war mit dem Rücken zum Gegner. Und er hat mir so in die Wade reingetreten und ich habe irgendwie so schon ein bisschen was gespürt. Aber habe gedacht, okay, das ist nicht so schlimm. Habe eine Schmerztablette genommen, habe versucht weiterzuspielen, aber nach 10 Minuten ging da eigentlich gar nichts mehr. Und ja, dann war das Turnier vorbei. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es gewonnen hat. Bin bei dem Turnier sogar noch bester Spieler vom ganzen Turnier geworden. Steht immer noch ein Pokal davon bei mir daheim. Was fandest du so Trophäen? Nur die wichtigsten. Okay. sind bei dem einen oder anderen Umzug verloren gegangen. Okay. Verloren gegangen. Ja. Nein, keine Ahnung. Ich habe da nie so richtig Wert drauf gelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Auf Medaillen oder auf Pokale. Und es war schön, ja, aber so richtig Wert drauf gelegt habe ich nicht. Und ja, dann bin ich natürlich, oder sind wir nach Hause gefahren. Wollen wir hier langlaufen oder da? Wir können ruhig hier langlaufen. Okay. Und dann bin ich ins MRT, weil ich Schmerzen hatte 2 Tage später. Und dann kam die Diagnose raus, dass ich mir das Wadenbein gebrochen habe. Also jetzt kein, ne, wie man sich das vorstellt, kein offener Schien- und Wadenbein, ne, wo man denkt, okay, alles ist kaputt oder so. Sondern man hat im MRT so einen Riss, ne, so einen kleinen Bruch einfach festgestellt vom Wadenbein. Und dann war wieder Pause angesagt. Ja. Und dann kam... klar, du hast dann dort noch gespielt, dann U21 und trotzdem ist dann die Entscheidung getroffen worden, okay, ich gehe nach Flieden, ich komme hier in die Region zurück, damals noch als sehr junger Spieler tatsächlich, der schon jede Menge erlebt hatte. Mhm. Wie war das auf einmal so mit Feierabendfußballern zu spielen? Naja, war was Neues, ne? Sagen wir es mal so. Ich muss noch kurz dazwischen grätschen, weil es ist ja noch ein Ereignis passiert in Kaiserslautern, was mich heute noch begleitet. Und zwar die Erkrankung mit der Herzmuskelentzündung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und da habe ich heute auch keine Angst mehr, aber es bleibt eine Erinnerung, was mich auch noch mal 4 Monate rausgeschmissen hat. Vom Fußball. Ich durfte und konnte keinen Fußball spielen. Und das letzte Jahr dann bei Kaiserslautern, das hat sich dann einfach so, ne, in der U23 unter Alois Schwarz, hat sich dann einfach nur noch so hingezogen. Der Vertrag ist dann ausgelaufen, Vertrag wurde nicht verlängert. Dann war die Entscheidung, okay, was mache ich? Bleibe ich irgendwo da oben in Rheinland-Pfalz und spiele da vielleicht Oberliga oder Regionalliga? Es waren ein paar Mannschaften interessiert. Nur ich habe mich dafür entschieden, dann zurückzukommen. Wie du jetzt gerade auch angesprochen hast, waren andere Optionen hier in der Region auch noch da, ja, aber Oberliga Flieden war dann für mich schon, ja, eigentlich klar, dass ich das mache. Genau, und wie es dann war, so, ja, war interessant. Also du warst ja eigentlich voll Profi, ja, ne, und hast 8-mal in der Woche trainiert und dann auf einmal nur noch trainierst du 3-mal in der Woche oder so. Das war dann schon, ja. Anders. Anders, sagen wir es mal so. Und ja, man darf nicht vergessen, die Oberliga war ja damals noch die 4. Liga und die Regionalliga damals noch die 3. Liga. Also war das Niveau ja schon okay, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Und das war es nicht, aber ja, was dann so... Professionalität anging mit Kabinen oder mit Trainingssachen waschen lassen und so weiter oder ja, war dann halt nicht mehr so. Mir hat da mal jemand gesagt, naja, der Alex Reiter hat sich quasi so ein bisschen selbst finanziert, weil der hat so spektakulär gespielt, da kamen dann halt einfach ganz viele Zuschauer nur wegen ihm an den Sportplatz und haben irgendwie die 7 Euro Eintritt bezahlt. In Flieden. Hast du das damals auch so wahrgenommen? Das erste Jahr mit Patrick Schaab damals zusammen. Mhm. Schon ein kongeniales Duo mit
ja, unfassbaren Werten an Toren und Scorern. Ja. Kann jeder bei Transfermarkt.de nachlesen. Das waren unfassbare Werte damals. Das hat wahrscheinlich auch schon richtig Bock gemacht, oder? Ja, es hat schon Spaß gemacht. Also ich wusste ja schon so ein bisschen vorher, dass Patrick eventuell zu uns, also auch nach Flieden kommt. Und das hat mir nochmal so einen gewissen Push gegeben, dass ich das auch komplett ernst nehme, das Thema. Und dass es ja doch vielleicht nicht so ein Abfall ist, ne, wie, oder so ein Rückfall ist vom Sportlichen her. Und auch mit anderen Kickern. Also ich habe meinen besten Freund da kennengelernt mit Peter John. Freddy Braun, überragender Junge. Also es hat schon Spaß gemacht, in der Mannschaft zu kicken. Ne? Und Martin Hohmann war ja damals Trainer. Es hat auch unter ihm sehr viel Spaß gemacht, Fußball zu spielen. Nach dem ersten Jahr ist dann Patrick Schaaf nach Frankfurt gegangen. Genau. Eigentlich wollen sie dich haben, habe ich schon mal gehört. Ja. Oscar Corrociano hat mich damals angerufen, hat gefragt, Alex, wie sieht's aus, willst du nicht zu uns kommen? Und ich bin auch nach Frankfurt gefahren, habe mit ihm Verhandlungen geführt, aber es hat, ja, kann ich ja so offen sagen, es hat finanziell für mich nicht gepasst. Und deswegen bin ich in Flieden geblieben und er hat mich dann gefragt, ob ich denn nicht noch einen für ihn hätte und hat dann gesagt, ja, Patrick Schaaf, ob das jetzt... ja, so einen Zusammenhang hat, keine Ahnung. Vielleicht waren sie bei der Eintracht nicht ganz blind, haben ihn selber gesehen. Ganz genau. Und ich habe ihm aber auch die Nummer gegeben von ihm. Ja. Und dann ist es dazu gekommen, dass Patrick dann, ich weiß nicht, wie viele Wochen später oder Monate später, dann unterschrieben hat bei der Eintracht. Und hat dann nochmal seine Regionalligaspiele dann bei der Eintracht gemacht. Ne? Aber für dich war das damals dann so in dem Prozess, okay, ich bleib jetzt Amateurfußballer. Wahrscheinlich war das so war das so der letzte Versuch? Oder? Eher das Jahr danach. Das Jahr danach? Ja, eher das Jahr danach, eher nach dem zweiten Jahr. Nach dem zweiten Jahr wurde ich nochmal, kam das dann über Thorsten Zinski, der auch damals großen Wert auf mich gelegt hat und mich so ein bisschen begleitet hat. Weil das mit meinem Berater dann ja nichts mehr war, so auf die Art. Durch ihn kam das dann nochmal zustande, dass ich bei Werder Bremen zwei Wochen zu Besuch sein durfte und mittrainieren durfte. Und da war ich dann und da haben sie mir dann aber gesagt, okay, Alex, wir wissen, dass du sportlich eine Rakete bist, das ist nicht das Thema, aber finanziell, also das Geld, was du oder was ihr haben möchte, das würden wir gerne für zwei A-Jugendliche nehmen oder für einen A-Jugendlichen, der halt nochmal 3 Jahre jünger ist als du, wo wir mehr Entwicklungspotenzial sehen und das kam dann halt nicht dazu, dass ich da irgendwie nochmal unterschrieben habe oder sonstiges. Ich habe dann nochmal ein Gespräch mit VfR Mannheim mit dem Coach Kenan Kotschak, sagt bestimmt dem einen oder anderen auch was, geführt. Er kam sogar extra nach Fulda. Viktoria Köln war auch vielleicht noch so im Gespräch, aber ja, ich habe mich dann dafür entschieden, das alles nicht zu machen. Ob es jetzt ein Fehler war oder kein Fehler war, weiß ich nicht. Aber ich fühle mich hier wohl eigentlich. Ja, gut, jetzt sind wir noch mal 10-12 Jahre später, bis dann nach Hünfeld. Wir müssen es jetzt mal schnell durchlaufen machen, weil wir wollen ja noch ein bisschen über heute sprechen. Ja. Bis dann nach Hünfeld. Hast eine Saison super erfolgreich die Zuschauer in Hünfeld verzückt. Hast dann mit Olli Bunzenthal gesagt, okay, wir gehen das Projekt Borussia Fulda an. Das war dann mit 3-4 Spielern von Hünfeld nach Fulda in die Gruppenliga. Genau. Oder beziehungsweise Gruppenliga war es. Ja. Dort die Mannschaft in die Hessenliga geführt. Mhm. Dann kam dort irgendwann das Ende und du bist zum TSV Lenarts gewechselt. Mhm. Da ist ein legendäres Interview von uns beiden entstanden. nicht so legendär wegen Alex Reitz, sondern eher wegen meines Outfits an dem Abend, weil ich ganz spontan da ran musste. Also bei YouTube gerne nochmal googeln. Wirst du heute noch aufgezogen? Werde ich heute noch aufgezogen. Ja, das ist wie bei dir, weißt du, der Kleine. Und bei mir ist es immer das Interview mit dem Kleinen, weißt du, das sagen sie. dann ging es in die SG Barockstadt über. Es kam nochmal der Hünfelder SV und jetzt bist du beim SV Steinbach. Und vielleicht können wir über das Jetzt und Stand heute und die Zukunft nochmal bei einem Kaffee, bei deinem Vater vielleicht sprechen. Vielleicht laufen wir da jetzt nochmal zusammen hin. Machen wir. War mir eine Riesenfreude, dass du uns so ein bisschen auf deine Profireisen mitgenommen hast. Ja. Ich glaube, das ist auch für viele junge Spieler sicherlich interessant, das auch mal wahrzunehmen, was da denn eigentlich passiert. Vielen, vielen Dank. Ja. Und gleich geht's weiter bei Thomas Reit. Ich hoffe, du hast schon den Kaffee gekocht.
Jetzt sind wir angekommen im Hause Papa Reit, wie angekündigt. Haben auch einen Kaffee bekommen. Alex hat eben schnell die Kaffeemaschine angemacht. Vielen lieben Dank dafür. Wie immer zuvorkommend. Lass uns jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar zu diesem legendären Interview, was wir geführt haben. Als du genau diesen Satz zu mir sagtest, mit Patrick Scharf und Kopf und 5 cm größer. Aber in diesem Prozess, zu dem Wechsel zu Lenartz damals von Borussia weg, hat sich ja bei dir beruflich auch was verändert. Und ich glaube, das hat dich insbesondere auch geprägt. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Ja, wie du es schon sagst, also der Wechsel nach Lenartz war natürlich sportlich auch eine schöne Geschichte, weil ich da auf meinen alten Kumpel Patrick Scharf oder Pierre Mestretta dann wieder gestoßen bin und auf die getroffen bin. Das war sportlich so, ja, wie soll ich sagen, hat mich sehr gefreut. Aber auch auf der anderen Seite natürlich beruflich bedingt. Und ich habe damals Michael Hamperl kennengelernt und er war derjenige, der gesagt hat, Alex, willst du nicht vielleicht nochmal bei mir bei Zufall eine Ausbildung anfangen? Und willst du vielleicht nicht beruflich irgendwie dich nochmal verändern und für die Zukunft was aufbauen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, Michael, ich bin jetzt 7 Jahre lang aus der Schule draußen. Ich war damals 25. Schule und ich, weiß ich nicht. Und er hat nur einen Satz gesagt, der mich dann davon überzeugt hat. Und zwar war es, Alex, das mit der Schule kriegen wir schon hin. Wenn du deine Prüfungen bestehst, ist alles in Ordnung. Ich möchte dir aber die Chance geben, dass du beruflich zeigst, dass du was drauf hast. Und wenn du willst, dann gehen wir das ganze Thema an. Und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Heute noch wahrscheinlich? Natürlich heute. Also du bist immer noch dort, hast jetzt dort auch schon den einen oder anderen Aufstieg hinter dir. Mhm. Was zeichnet, ist das dann einfach auch so dieser Mensch, Michael Hamperl? Er war zu der Zeit Pressesprecher beim TSV Lenartz. Zufall natürlich auch damals Sponsor des TSV gewesen. Ist das einfach so kein typischer Chef, weil er schon einfach auch sehr, sehr empathischer Mensch ist? Er ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch, aber das war Volker Bargus und Martin Geisendörfer auch. Also das Lenartz war damals ein sehr herzlicher Verein. Ne? Wie es jetzt ist, ich habe wenig jetzt noch mit den anderen beiden zu tun. Wenn man sich trifft, dann ist immer noch alles ja wie vorher, sage ich jetzt mal. Ich denke, da hat sich auch nicht viel geändert. Aber die Aufgaben von den beiden haben sich ja auch geändert bei der Barockstadt. Von daher kann ich dazu wenig sagen, aber Michael kann auch Chef sein. Also er kann auch anders sein, aber die Sympathie, die er mitbringt, die legt er jeden Tag wieder aufs Neue auf der Arbeit hin. Und ich habe ihn da und da kennengelernt und ist kein Riesenunterschied, sage ich jetzt mal so. Ja. Also für dich war dann wahrscheinlich dieser Wechsel, klar, du warst als Jugendlicher, als junger Erwachsener, warst du auch noch Fußballprofi. Ja. So, und dann ist natürlich irgendwann der Schritt in diese Realität, in Anführungsstrichen, ja wichtig. Und der ist ja dann dort gelungen. Ja. Und war das dann vielleicht im Nachgang viel, viel wertvoller, dieser berufliche Step, als dieser sportliche Step? Ja. Also ich habe sportlich natürlich auch eine Menge dazugelernt unter Henry als Trainer. Und Erfahrung sammelt man ja sowieso in der Hessenliga. Wir haben ja auch sehr, sehr gute Platzierungen erreicht in Lenartz. Aber was ich beruflich da bekommen habe und wie ich mich da weiterentwickelt habe, auch als Mensch, viel ausgeglichener geworden. Ja, ich habe davon niemals so früher gedacht, keine Ahnung, selber von mir, dass ich das so durchziehe und dass ich da so Wert drauf lege, dass ich beruflich auch weiterkomme. Also Stand heute habe ich alles richtig gemacht, was den beruflichen Weg angeht. Ich bin jetzt 1.8.2025 bin ich 10 Jahre in der Spedition Zufall und das hat schon einiges zu bedeuten. Und nicht nur, weil ich der Fußballer Alex Reit bin, sondern, wie hat Michael gesagt, weil ich beruflich halt auch am Arbeitsplatz überzeugt habe. Ja. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen ins Hier und Jetzt. SV Steinbach ist dein aktueller Verein. Du bist ja letztes Jahr hingegangen, nachdem du ein halbes Jahr kein Fußball spielen konntest.
nachdem das Kapitel Hünfeld je beendet war, dann bist du ausgerechnet zu Steinbach gegangen, so dem großen Rivalen. Aber ich glaube, du wolltest einfach weiterhin auf Niveau Fußball spielen. Und da gab es wahrscheinlich dann auch nicht so viele Möglichkeiten. Klar, wir wissen alle, dein Vater war früher beim SV Steinbach auch als Trainer. Aber wolltest du es nochmal allen zeigen? Kann man so sagen. Und willst du es auch noch immer allen zeigen? Kann man auch so stehen lassen, ja. Ich bin so ein Typ, ich möchte eigentlich immer so hochklassig, wie es geht, Fußball spielen, ne? Mit der Ausnahme halt damals die Borussia-Fulda-Zeit, wo ich in die Gruppenliga gegangen bin, ein Jahr Gruppenliga, ein Jahr Verbandsliga, aber das war ein anderer Background, es war ein anderer Hintergrund, warum ich da hingegangen bin, das war irgendwo mein Herzensverein, ne? Ich habe da, ja, oder alle aus meiner Familie haben dort gespielt, Papa, mein Bruder, und es war so, Borussia Fulda war so mein Herzverein. Darfst du nicht den Faden verlieren? Ich muss dir eine Frage von Peter John stellen, ach so, ja. Deinem besten Buddy. Den habe ich gefragt, eine Frage, die ich Alex reinstellen darf. Das hat er natürlich sofort. Wann kommst du endlich zurück zu Borussia? Die Frage kann ich Stand heute nicht beantworten. Gut. Und jetzt wieder, klar, du wolltest ja. Background, Borussia Fulda, Herzensverein, genau. Heimatverein. Aber der Antrieb in mir ist immer, dass ich so hochklassig wie möglich Fußball spielen möchte. Und damals... oder was heißt damals, vor 3 Jahren war das jetzt, kam eigentlich nur der SV Steinbach in Frage. Aber ich muss dazu sagen, der Hugo Kochanski aus dem Vorstand hat sich 2 Tage oder 3 Tage, nachdem das in der Zeitung stand, dass ich ja suspendiert wurde vom Hünfelder Sportverein, hat er sich bei mir gemeldet und hat sofort gesagt, Alex, wenn du möchtest, kannst du sofort bei uns mittrainieren. Und ohne Hinblick auf den Sommer, also das war ohne irgendwie was, sondern einfach mir nur die Chance geben, okay, du kannst dich bei uns fit halten, wenn du möchtest. Und ja, ich habe mir dann 2 Monate Fußballpause gegönnt, ne, ich wollte abschalten, weil das war für mich auch ja irgendwo ja ein Rückschlag, ne, oder ein Schlag ins Gesicht, kann man ruhig so sagen, dass ich suspendiert werde und das halt auch nach Transferperiode Ende. Ich konnte ja gar keinen neuen Verein mehr suchen, weil es vorbei war. Anfang Februar, genau. Ende Vorbereitung. Genau, ich glaube, das war die erste Woche Februar. So, das ist schon vorbei. Also wenn es 5 Tage vorher gewesen wäre, so auf die Art, hätte man noch irgendwas deichseln können. Aber es war halt nicht mehr der Fall und ich bin dann, ja, habe mich im Fitnessstudio erstmal wieder ja, fit gehalten, habe da meine Zeit verbracht und dann irgendwann habe ich doch wieder so ein bisschen Lust auf Fußball gehabt. Was heißt, ich hatte die ganze Zeit Lust auf Fußball, aber dann hat's so gekribbelt, dass ich in eine Mannschaft rein möchte, dass ich wieder da. Und dann habe ich Hugo geschrieben, steht dein Angebot noch? Und hat er zurückgeschrieben, ja, ich gebe dir die Nummer vom Trainer, ruf den an, wann Training ist. Ich habe ihn angerufen, dann hat mein jetziger Coach, Peter Paljatka, gesagt, du kannst morgen kommen, sofort. Ohne irgendwas, komm ins Training, mach mit. Und dann hat sich das dann halt so entwickelt, dass es sportlich, sowie auch mannschaftlich, ne, von den Typen her und so, ja, überragend gepasst hat. Und dann auch mit der Vorgeschichte von meinem Vater, das hat auch irgendwie so ein bisschen gepasst. Ich habe dann noch 1-2 Gespräche mit dem Berthold Helmke geführt, was mal früher war, wie es jetzt sein soll und bla. Und ne, da war schon so eine gewisse Euphorie bei jedem dabei. Und ja klar, habe ich dann gehofft, dass sie in der Hessenliga bleiben, weil sie haben ja damals auch um den Abstieg gespielt. Schon insgeheim gehofft, okay, hoffentlich bleiben sie in der Hessenliga, dass wir auch in der Hessenliga zeigen können, dass da Potenzial in dieser Truppe steckt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dann im Sommer bei Steinbach zu unterschreiben. Und ja. Erste Serie oder erste Saison war überragend. Ja. Die beste von Steinbach überhaupt. Ja. Dieses Jahr hapert es ein bisschen. Hoffen natürlich alle, dass es irgendwie noch am Ende doch noch langt für den Klassenerhalt, auch wenn es, glaube ich, jetzt noch ein relativ weiter Weg sein wird. Wie soll es denn bei Alex Rath weitergehen? Dein Vater ist Trainer. Immer noch, zeitlebens gefühlt. Also es gibt ja wenige in dieser Generation Ü60, die wirklich so lange dann auch über so eine Zeit Trainer sind. Bei dir kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, Trainer zu sein. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, irgendwie so Spielertrainer in der Gruppenliga zu sein, sondern ich kann mir einen Alex Rath lieber oder eher vorstellen als Co-Trainer oder Trainer, da wo auch wirklich auf richtig gutem Niveau Amateurfußball gespielt wird. Wie siehst du das denn?
Also ganz ehrlich, über die Zukunft, was mal passiert oder sonstiges, habe ich mir bis dato eher wenig Gedanken gemacht. Last-Minute-Urlaub. Genau. Ja. Stichwort Last-Minute-Urlaub. Ist halt nicht meine Stärke, so irgendwie in die Zukunft zu schauen. Oder ich bin halt einfach nicht der Typ, ob Stärke oder Typ, ist egal. Auf jeden Fall liegt der volle Fokus jetzt, gerade in diesem Moment, beim SV Steinbach, dass wir die Klasse halten. Und da haue ich alles rein, was geht, egal ob das jetzt meine Stimme auf dem Platz ist oder außerhalb vom Platz, dass wir ja mannschaftlich auftreten und natürlich halt mit der Leistung vorangehen. Das war schon immer so bei mir. Dass ich, ja, nur die Leistung zählt eigentlich im Fußball. Wenn du Leistung bringst und überragende Leistung bringst, dann wirst du oder bist du anerkannt. Und wenn du das kontinuierlich durchziehst, dann wirst du im ganzen Verein anerkannt. Und dann hast du auch irgendwo eine Stimme. Hast du das nicht, sondern bist nur mal ein Jahr gut oder nur 2, 3 Spiele, dann hast du wieder einen Abfall oder sonstiges, dann ist ein anderer Respekt da als gegenüber dem, der kontinuierlich gut Fußball spielt und oder seine Leistung abruft, sagen wir es mal so. Was ich mir vorstellen kann, natürlich irgendwann mal an der Seitenlinie stehen, ob jetzt als Co-Trainer oder Trainer, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe vor, auf jeden Fall irgendwie was mit Trainerscheinen zu machen, weil heutzutage braucht man den ja, so wie ich das gehört habe, egal in welcher Klasse oder wenn du Hessenliga trainieren willst. Aber das ist so auf jeden Fall, wo ich auch nochmal dazu lerne. Und ich will eigentlich immer stets mich weiterentwickeln und ja das Beste aus mir rausholen. Man lernt nie aus, alles mitnehmen, was geht. Aber beruflich habe ich mich wegen meinem Beruf oder wegen meiner Arbeit habe ich mich in den letzten Jahren immer dagegen entschieden, mal einen Trainerschein zu machen oder sonstiges, weil ich habe da eher meine Kraft und meine Energie reingelegt, was sich ja auch ja bis jetzt ausgezahlt hat. Aber das wird in Zukunft auf jeden Fall kommen. Und ob ich es mir vorstellen kann, unterklassig Co-Trainer oder Spielertrainer oder sonstiges zu werden, eher schwer. Aber das soll jetzt keine Absage an irgendjemanden sein. Um auch Gottes Willen. Beruf, ja. Ja, genau. Ja. Das soll auf gar keinen Fall auch abwertend oder eine Absage sein oder sonstiges. Ich kann es bis heute nicht beantworten. Aber schauen wir mal, was wird in der Zukunft. Und ich habe auch nächstes Jahr nochmal bei Steinbach verlängert. Also Liga unabhängig, ob jetzt Verbandsliga oder Hessenliga. Ich hoffe, dass meine Knochen und mein Körper das noch mitmacht, dass ich das ordentlich verfolgen kann. Und von daher ist 2024, 2025, also nächstes Jahr, dann erstmal abgeschlossen. Ne? Und da wird sich erstmal nichts ergeben mit Trainer, Spielertrainer, Co-Trainer. Von daher. Erstmal Spieler bleiben. Erstmal lieber nur die Sporttasche packen, ins Training gehen und wieder nach Hause ohne Sorgen. Ja, genau so. Apropos abgeschlossen. Wir machen jetzt auch hier einen Abschluss. Tatsächlich schon. Irgendwie kein kleines Filmchen mehr geworden, sondern eher ein richtiger Film, habe ich so ein Gefühl. Tut mir leid, ich habe halt viel zu erzählen. Genau, gleich gibt es auch noch was zu gewinnen, also bleibt noch ein Momentchen dran und dann folgen nochmal kleine Dankeshymnen. Vielen, vielen Dank. Das war ja nun der 6. Star des Monats. Alexander Reit, vielen herzlichen Dank, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, dich ein wenig mit auf deiner Reise durch deine fußballerische Laufbahn zu bekleiden und so ein bisschen in dein Innenleben mitgenommen hast. Euch wichtig zu sagen, ihr könnt noch was gewinnen. Dank unserem lieben Partner, der W-Mark, gibt es noch 2 Eintracht-Stehplatzkarten zu gewinnen. Jetzt, wo es dann noch mal ein bisschen um Europa geht, sicherlich ein ganz, ganz interessanter Preis. Kommentiert doch einfach mal unten drunter, wer denn eurer Meinung nach Star des Monats werden soll. Lieben, lieben Dank auch an den Max, der hat das heute wieder von der Heldenzeit-Agentur hinter der Kamera begleitet und auch den Schnitt gemacht. Und dann, Alex, darfst du wie immer am Ende noch ein bisschen jonglieren. Ja. Patrick Scharf mit 1111 steht hoch. Viel Spaß. Ich werde nicht jonglieren. Ich brauche niemandem mehr was zu beweisen. Und laut einem Kollegen von dir, von der Torgranate, bin ich auch nicht mehr die Zaubermaus, die ich 20 Jahre lang war hier in der Region. Soll doch die Zaubermaus hierher kommen und zeigen, was sie drauf hat. Bitteschön. Viel Spaß mit den Eintracht-Karten.